Hallo Leute, ich bin's, euer Knolte. Ja, es wird immer besser. Heute mal ein ganz klaren Beweis dafür, dass es keine Demokratie in Deutschland gibt. Blödsinn, natürlich gibt es hier Demokratie. Was erzählst du den Leuten wieder? Du bist ja ein richtiger Volksaufhetzer, bist du ja. Nee. Warte mal schnell das Intro ab, Herr Ragnarök. Und dann guckst du mal ganz dumm aus der Wäsche. Ich und dumm aus der Wäsche gucken. Tu ich doch immer. Nee, mal ganz ehrlich. Natürlich leben wir in der Demokratie. Nee. Pass mal auf. Du weißt ja, da in Thüringen, ne? Da, wo die ganzen rechtsextremen Deutschen wohnen, da in Thüringen, ne? Da ist ja einer von der AfD gewählt worden. Und jetzt kommt der Klopfer. Da gibt's so einen Spacken von der SPD. Der Name ist mir gerade entfallen. Scheißegal, kannst du googeln, ne? Mach dich mal selber ein bisschen schlau. Auf jeden Fall hat dieser Spacken eine Gesinnungsprüfung beantragt von dem AfD-Menschen da, ne? Was für ein Ding? Gesinnungsprüfung? Was ist das denn? Ja, da gucken die nach, ob der verfassungsfeindlich ist, ob der rechtsextrem ist. Und so, ne? Und ja, wenn er das ist, dann ist die Wahl halt ungültig. Da muss neu gewählt werden. Haha, Neuwahl sind klasse. Bin ich immer für Neuwahl. Lass uns jetzt bei der Bundesregierung anfangen. Neuwahl, ja, aber sag mal ehrlich, jetzt so eine Gesinnungsprüfung. Hätte man die nicht machen müssen, bevor die Wahlen waren? Ja, selbstverständlich. Also jeder kann ja so seinen Mann da aufstellen, ne? Also jede Partei. So, und wenn da irgendeiner Zweifel hat, dass der Richtige ist, dann kann man eine Gesinnungsprüfung beantragen. Vor den Wahlen, ne? Und wenn er dann wirklich so total verfassungsfeindlich und rechts ist, ja, dann darf er erst gar nicht zu den Wahlen antreten. Ja, aber es war ja nicht vor den Wahlen. Es war ja nach den Wahlen. Ja, siehste. Und da siehste mal wieder, dass die Demokratie mit den Füßen getreten wird. Weil es ist nicht nach ihrer Demokratie, da die von den, ja, du kennst schon die ganzen Farben von den Parteien. Man muss ja hier mittlerweile höllisch aufpassen, was man sagen tut, ne? Weil, wenn ich jetzt so das Wort lila oder pink in den Mund nehme, gibt natürlich keine Parteien lila und pink, ne? Noch nicht. Ja, mal gucken. Die Lilan, das wär ja, oder die Pinken, ne? Ja, was würd wohl die für eine Politik machen würden, ne? Ja, bleib mal ernst, ihr Klärmann. Also, die haben eine Gesinnungsprüfung gemacht, oder wollen eine machen, nach der Wahl, um ganz eindeutig zu zeigen, der AfD-Mann, der da gewonnen hat, der schmeckt uns nicht. Ja, und weil der uns nicht schmeckt, muss der weg, bevor ein Job anfängt. Ne? So ist das. Demnächst machen wir Gesinnungsprüfung bei jedermann. Was glaubst du denn? Wer wäre denn noch von der SPD, von der CDU, von den Grünen oder der FDP noch da? Keine Sau, weil die machen unser Land kaputt, verdammt nochmal. Aber ihr Schlafschafe, ihr kriegt den Arsch nicht hoch, ihr macht gar nichts. Ihr geht zum Wahlen und wählt wieder und wieder und wieder und wieder. Und wieder und wieder, genau. Hört mal auf mit und wieder. Schaltet mal eure Birne ein. Genau. Langsam denken. Genau. Ratter, ratter, ratter. Genau. Was läuft verkehrt? Wer ist jetzt schuld? Die AfD? Die keinen Regierungsauftrag hat? Nee, es sind die Grünen, die Roten, die Gelben und die Schwatten auch, weil die zu allem Jung und Arm sagen. So, in diesem Sinne, sauber bleiben!